Mittwochabend, Toto-Pokal, gibt es etwas Schöneres? Natürlich nicht. Der SV Heimstetten trifft auf die Würzburger Kickers. Regionalliga Bayern trifft also auf dritte Liga. Im Heimstettener Dauerregen sind die Gäste aus Würzburg natürlich favorisiert. In den gelben Trikots erwischen sie auch den besseren Start. Die Kugel kommt zu Luke Hemmerich, der zappelt nicht lange und haut das Leder direkt mal zum Start unter die Latte. Mit dem Vollspann zum Traumauftakt, Torwart Riedmüller im Heimstettener Tor ist ohne Abwehrchance. Und auch in der Folge sind die Gäste die klar dominante Mannschaft, lassen Heimstetten überhaupt keine Möglichkeit nach vorne zu spielen. Luca Pfeiffer vergibt per Kopf das mögliche 2:0. Doch nach ungefähr 20 Minuten kommt dann auch mal etwas vom Heimstetten, ohne im Endeffekt wirklich gefährlich zu werden. Solche Szenen aber hatten sie einige. Doch dann wieder die Würzburger Kickers. Der Favorit macht das hier richtig gut und kommt erneut über Luke Hemmerich. Der Rechtsverteidiger schnürt seinen Doppelpack. 34. Minute. Er bleibt zwar erst noch verletzt liegen, kann dann aber weitermachen. Besonders hervorzuheben hier auch die starke Flanke von Robert Herrmann. Die Zweitoreführung für den Favoriten natürlich komfortabel und kurz vor der Pause hätte Luke Hemmerich fast noch den Hattrick perfekt gemacht. Doch so bleibt es beim 2:0. Neue Halbzeit, altes Bild, die Würzburger Kickers im Vorwärtsgang. Das ist Kapitän Schuppan in die Arme von Riedmüller. Diese Szene stellvertretend für einige gute Chancen, die die Kickers auf die Vorentscheidung hatten. Wir springen in die 75. Minute und diesmal macht Schuppan es besser. Der 33-jährige Innenverteidiger wird überhaupt nicht am Kopfball gehindert und nickt problemlos ein. 15 Minuten hat der Underdog also Zeit, um einen 3-Tore-Rückstand aufzuholen. So wirklich dran zu glauben, scheint Heimstetten aber nicht, denn Yannick Günzel unterläuft kurz nach dem Anstoß. Dieser Fauxpas bedient genau Luca Pfeiffer, der umkurvt Riedmüller und schiebt dann locker ein 4:0. Die mitgereisten Würzburger Fans feiern ihre Mannschaft, das 4:0 ist natürlich die Entscheidung, doch kurz vor Schluss kommt dann auch nochmal etwas von Heimstetten. Nach diesem Standard köpft Tim Scholz die Kugel in einer Bogenlampe in Richtung Tor und sie war tatsächlich hinter der Linie. Tim Scholz also, der Kapitän, hat's gemacht, nicht der im Bild gezeigte Luca Beckenbauer. Das 4:1 ist aber nur ein Ehrentreffer, denn nach dieser verpassten letzten Kickerschance ist das Spiel vorbei. Wie erwartet zieht also der Drittligist ins Halbfinale des Toto-Pokals ein. Die gute Laune lässt sich der SV Heimstetten allerdings trotzdem nicht verderben. Nach dem Feiern mit der Mannschaft war dann nochmal Franz Beckenbauers Enkel Luca bei uns am Mikrofon und hat uns erzählt, wie er das Spiel gesehen hat. Ja, also man muss schon sagen, dass das Ergebnis verdient ist. Wir hatten keine Riesenchancen. Würzburg schon noch die ein oder andere mehr. Wir haben aber trotzdem alles gegeben und ja, deswegen können wir uns nicht über uns ärgern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.